Ja, wir bleiben bei der deutschen Politik und gehen zu Armin Laschet. Wer Viertel nach acht verfolgt, weiß, ich habe Armin Laschet wirklich bis zuletzt leidenschaftlich verteidigt und habe auch immer, auch in seinen schlechten Momenten, noch das Quäntchen Gute gesehen. Jetzt muss ich aber sagen, bin ich extrem verwundert. Armin Laschet hatte ein Zukunftsteam aufgestellt, unter anderem mit Joe Cialo, aber auch mit Peter Neumann. Und jetzt plötzlich ist vom Zukunftsteam eigentlich nichts mehr über. Also es geht jetzt in die Verhandlungen, man will ja Aufbruch Zukunft schaffen, setzt aber wieder nur auf die alte Garde, außerhalb von Sylvia Breer, die dabei ist. Wie kann das sein? Ich frage mich, war das Zukunftsteam nur Fake? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde die Idee ganz toll. Ich fand sie damals toll, dass jemand Kanzler werden will und sagt, ich schaffe ein Team um mich rum. Aber es war ja überhaupt nicht ernst gemeint. War es dann fast schon hart gesagt Wählerverarsche? Also da muss ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen, Lena, weil damals Martin Schulz hatte auch ein Zukunftsteam, ist auch nicht viel von übrig geblieben. Warum? Wir müssen uns ja die Frage stellen, was soll denn ein Zukunftsteam machen? Neue Ideen, Innovationen reingeben, auch irgendwo den Kandidaten in dem Falle begleiten, auch mit ganz, ganz frischem Wind, frischem Blickwinkel. Und das sind aber nicht die Leute, die nachher die wirklich harten politischen Sondierungen führen müssen. Also das sehe ich zum Beispiel so, dass du wirklich da eine ganz andere Erfahrung ins Schatz in dieser trockenen Politikwelt brauchst. Und ein Zukunftsteam kann wiederkommen. Deswegen würde ich das nicht ausschließen, dass wir vielleicht irgendwann diese Köpfe auch wiedersehen. Ich glaube, den zentralen Satz hat Nena doch gesagt. Armin Laschet hat da ein Zukunftsteam aufgestellt und der Satz stimmt ja eigentlich gar nicht. Armin Laschet wurde auf den allerletzten Metern gedrungen, befleht, bekniet von seiner Partei, irgendwas zu machen. Aber er hat es der Öffentlichkeit vorgestellt. Was von ihm aber er vorgestellt hat, das aber aufgestellt hat das nicht. Er wurde geradezu gezwungen, das aufzustellen, damit es noch irgendwas gibt. So klar genau, muss man sagen, was von ihm ablenkt. Genau. Damit die Leute nicht immer Armin Laschet sehen, sondern sagen, da schau her, da ist der Merz, da ist auch eine mit so einer Fashion-Frisur. Ja, so, da gibt es ja oft mal spannende junge Leute. Aber gut, Julian, Leute. Wenn er einmal dazu gedrängt werden konnte, hätte er auch jetzt dazu gedrängt werden können, dass er es jetzt nicht einfach wieder aufgibt nach wenigen Wochen. Das wirkt ja total lächerlich. Ich glaube, es war ja nicht Aktion. Klar, was ist dieses Zukunftsteam eigentlich. Man hat sich ja nicht getraut zu sagen, das ist ein Schattenkabinett, das heißt, die werden Minister oder Ministerin werden oder irgendwas anderes, sondern es war ja eigentlich wie so eine Entourage, wo jeder nicht wusste, also auch das Agenda-Setting danach fand ja nicht statt, nach dem Motto so, und jetzt jeden Tag einen von denen nach vorne ziehen und den ganzen Tag mit seinem Thema bespielen. Das heißt, ich finde es jetzt nicht so überraschend. Manche dass im Zukunftsteam kannten gar nicht die Namen des Zukunftsteams. Die kannten sich gegenseitig nicht. Ich finde es aber grundsätzlich richtig, dass es das gab. Ich hätte mir da nur auch andere Köpfe noch gewünscht. So, und die können ja jetzt kommen, aber ich glaube, das Zukunftsteam ist jetzt gar nicht überraschend für die Menschen, dass das jetzt gerade gar ist nicht mehr Zukunft, so viel Rolle spielt. Ist Zukunft vielleicht auch einer der dämlichsten Begriffe, die es in der Politik übrigens gut, überhaupt aber alles, gibt? Also warum braucht man überhaupt ein Zukunfts-, also es stellt ja niemand ein Vergangenheitsteam auf, oder? Und dass Politik sich immer um das kümmert, was in der Zukunft geschieht. Also ich fand schon, der Name Zukunftsteam war an politischem Bullshit eigentlich kaum noch zu überbieten. Besonders wenn man gesehen hat, wie Armin Laschet sich gesträubt hat, so ein Team aufzustellen. Man kann fast sagen, wer ein Zukunftsteam aufstellt, hat keine Zukunft. Nun ist natürlich Politik ohnehin ein Geschäft der konzentrierten Anscheinserweckung. Die Zukunft kommt auch so. Also wir haben es eigentlich selten erlebt in der Geschichte, dass die Zukunft nicht gekommen ist, weil wir uns nicht darum gekümmert haben. Irgendwas passiert schon. Das kann ja nicht gemeint sein. Gemeint ist der Anschein, besonders modern zu sein, besonders innovativ zu sein und irgendwie eine tollere Zukunft zu präsentieren, die schöner ist als die Gegenwart. Meistens läuft es darauf hinaus, dass Leute von gestern, die das heute nicht gebacken kriegen, uns irgendwas von morgen erzählen. Das ist so ein beliebtes Ritual, hilft aber eigentlich nicht weiter. Wobei gut, das war jetzt ja bei den handelnden Personen aber nicht der Fall. Also eine Sylvia Breer steht für mich nicht für Vergangenheit, Joe Cialo steht für mich für Zukunft. Sylvia Breer steht vor allen Dingen für ihre Frisur und politische Lautlosigkeit. Das stimmt, nein. Sie ist das erste Erststimmenergebnis der Republik geholt. Da ja, aber nicht in dem Wahlkreis, in dem ja, Wahlkreis ist egal. Der immer, der immer das beste Erststimmenergebnis und so weiter, da hätten ja auch diejenigen vorne liegen. Die Anzahl der Anfragen an Sylvia Breer, die sie abschlägig bescheidet und wo sie sich nicht rauswagt, ist übersteigt bei weitem das die Wortmeldung. Das kann sein, aber sie spricht eine Sprache, die die Menschen verstehen. Sie ist echt, man hat das Gefühl, guck mal, die steht im Leben, die hat Kinder, die weiß irgendwie, was los ist. Davon fehlen mir irgendwie in der Politik ganz viele. Also alle, die uns Corona vor anderthalb Jahren erklärt haben. Aber Olaf Scholz hat auch keine Kinder, Angela Merkel hatte auch keine Kinder. Genau, Sylvia Breer soll ja auch nicht Kanzlerin werden, aber ich finde, sie ist weit mehr als ihre Frisur und was auch immer da. Ich finde auch die Diskussion so ein bisschen, das tut mir leid, aber das ist jetzt echt ein blödes Niveau, weil es total wieder abstellt, nur auf das Aussehen und die Frisur, völlig egal, wie die Frau aussieht, ja, sondern naja, die steht aber ja als in der, Person dass man in einer für sich. Nein, Julian, Partei, das musst ist kein blödes Niveau. Doch, nein, weil das dass ist, man in einer konservativen Partei... Du kommentierst ja auch nicht die Frisur von Friedrich Merz oder von irgendjemandem anderen, nein, doch, ich sondern das ist ja völlig egal.
Nein, aber das, die Unterstellung das stimmt nicht. Falsch. Ich kommentiere sehr oft Frisuren von Männern wie Frauen, wann immer sie mir bemerkenswert erscheinen. Und dass man in einer konservativen Partei, wenn man so auftritt mit einem speziellen Haarstil, der nicht in das konservative Bild hereinpasst und sich so bewusst abheben will, dass man darüber noch mal kurz sprechen darf, das hat nichts mit üblem Niveau zu tun, sondern über, das ist einfach... Über das Outfit also, von Doro Bär reden wir ja eigentlich auch. Das Problem ist aber weniger das Outfit, das Problem ist, dass man als Parteivize eine riesige Chance hat, im Rampenlicht zu stehen, politische Themen zu setzen, vor den Gremiensitzungen sich zu Wort zu melden, zu sagen, wo es lang geht. Und all das ist sehr, sehr zurückhaltend. Ja, das ist ja, das mag ja sympathisch sein. Weil es ein toxisches Umfeld ist. Du kommst da rein und du bist noch nicht der Wolfgang Schäuble oder der Bouffier und die haben da ihre Machtzentren stehen. Hatten die und jene Chance, Verena? Wer hatte jene? Das Zukunftsteam. Hatten die jene Chance? Nein, die hatten keine Chance, aber das ist nicht aus meiner Sicht also das Problem des Zukunftsteams. Eigentlich. Genau, sondern des Establishments, wie Friedrich Merz es nennt. Wenn du da nichts Neues reinlässt, dann wird auch nichts Neues entstehen. Aber nochmal, die Frage ist doch wirklich, was ist denn die Aufgabe? Und ich finde eigentlich falsch zu sagen, hatten die hier eine Chance? Weil ich finde, die haben nicht nur ihre Chance gehabt, sondern sie haben sie ja auch zum Teil auch genutzt, wenn eine Wiebke Winter irgendwie für eine Klimaunion steht und nochmal ganz, ganz neue Themen da auch mit reinbringt, dann finde ich, ist das genau ihre Aufgabe und dann hat sie die Chance auch genutzt. Wiebke ist ein gutes Stichwort, die war auch hier bei Viertel nach acht und die hat wirklich, die hat das gut genutzt, die Zeit. Das muss man wirklich sagen, die ist jetzt ein festes Gesicht. Wenn man jetzt über das Klima redet, redet man auch über sie und sie hat auch einen Also ich kenne niemanden in Deutschland, der über das Klima redet und dann auch über Wiebke Winter. Das muss man doch mal ehrlich sagen. Kein Mensch in diesem Land erinnert sich daran, Wiebke Winter. Da gerade bei ganz großen Spiegelporträts über sie zum Beispiel. Doch. Es gibt auch andere Zeitungen, die über also sie groß berichtet haben. Also zumindest hat es kein anderer CDU-Politiker bisher geschafft. Sie war in jedem Podcast, sie hat es echt, also für die Union ist sie bislang die Beste, die es besetzt hat. Das muss man wirklich sagen. Die Union hat mit ihr endlich mal auch Fridays for Future. Jetzt hat die Union auch mal ein Gesicht, die sich ums Klima kümmert. Ja, ein Gesicht, was außerhalb der Blase keiner kennt. Ich will ja aber auch niemanden zu nahe. In der Corona-Zeit waren 23 von allen Talkshow-Gästen unter 40. 23 von 400. Wer guckt Talkshows? Eine interessierte kleine Truppe. Halb Deutschland guckt Talkshows. Doch, natürlich. Und gerade in Corona, das untere Drittel der Pyramide ist die Mehrheit und die gucken nicht Talkshows. Aber es ist ja wurscht. Ich wollte ja schon verschiedentlich ansetzen, um die Leute aus dem Feuer zu nehmen, weil dieser ganze Wahlkampf ist so verkorkst. Und es ist ein Brummkreisel-Wahlkampf, weil man sich permanent die Richtung wechseln musste. Am Anfang, als er zum Vorsitz kandidierte, hat Armin Laschet gesagt, manche meinen, man müsse polarisieren. Ich sage, nein, man muss zusammenführen. Was hat er am Schluss gemacht in seiner Not? Er hat auf die anderen draufgedroschen bis zum Abwinken und auf die SPD, auf Olaf Scholz. Die SPD hat immer alles falsch gemacht in historischen Situationen. Er hat ausdrücklich gesagt, er will kein Schattenkabinett aufstellen, kein Kompetenzteam. Was hat er gemacht? Weil er merkte, dass er überhaupt keine Schlagzeilen produzierte. Er hat dann am Ende notgedrungen so ein Team aufgestellt. Also die armen Leute sind dort quasi verheizt worden, weil man merkte, die ganze Kampagne läuft nicht. Das muss man ihnen zugutehalten. Dafür haben sie sich noch ganz wacker geschlagen. Aber das Problem war eigentlich, dass die Union kein richtiges Konzept für die Wahlkampfkampagne hatte und dann auch noch ein falsches, weil sie tatsächlich dachten, mit irgendwelchen nebulösen Wortgefilden könnte man sich in die Regierung retten, weil das Merkel vorher gemacht hat und dann kann man so rübergleiten. Das hat nicht funktioniert und dann musste man immer hektischer am Ende noch irgendwas aus dem Zylinder ziehen. Dazu gehörte leider auch das Team. Einer der bemerkenswertesten Tweets übrigens der letzten Tage fand ich Peter Neumann, der für innere Sicherheit zuständig war in dem Zukunftsteam von Armin Laschet. Großartiger Experte für Terrorismus, großartig geschätzter Experte, der auch immer wieder hier bei Bild auf den Peter, falls du uns siehst, herzliche Grüße. Der hat getwittert, naja, wenn das mit der Politik jetzt nichts wird, kann ich ja immer noch Lkw-Fahrer in Großbritannien werden, weil denen ja gerade die ausländischen Lkw-Fahrer ausgehen. Daran sieht man, das Zukunftsteam hat mit der politischen Zukunft... Hat eine Zukunft. Ja, hat eine Zukunft, aber vermutlich nicht unter einem Kanzler Armin Laschet, so wie es im Moment aussieht. Ja, ich bin jemand, der hier geworden ist.